Hallo, unser heutiges Thema geht um eine Pflanze, die auf der ganzen Welt gegessen wird. Es ist Maniok oder auf Madagassisch Mangahazu. Vor ein paar hundert Jahren kam diese Einwandererpflanze aus Amerika nach Madagaskar. Heute wird sie überall in Madagaskar auf dem Land angepflanzt. Maniok gilt hier aber eher als Nahrungsmittel der Armen und man isst Mangahazu nur, wenn kein Reis vorhanden ist. Aufgrund der Trockenheit und des schlechten Wetters reichen für die normalen Bauern die Reisernte meistens nicht bis zu der nächsten Erntesaison. So pflanzt jeder Bauer zusätzlich noch andere Stärkelieferanten wie Maniok, Taro und auch Süßkartoffeln, denn die Pfahlwurzeln sowie die Blätter sind gut genießbar. Statt warmer Reissuppe essen die Dorfbewohner dann eher gekochten Maniok mit Honig gezuckert beim Frühstück, und beim Mittagessen werden öfter gekochter Maniok und Süßkartoffeln auf dem Teller serviert. Wer es sich leisten kann, macht etwas Milch dazu. Im Restaurant und in den kleinen Carcot in der Stadt werden diese Wurzelknolle oft mit Milch, Vanille und Zucker zubereitet. Dort werden auch die süßen und schmackhaften Maniok-Kokoko oder Maniok-Küchlein serviert. Gestampfte Maniokblätter mit fettem Schweinfleisch heißen Ravtutsinaksu auf Madagassisch und sind das beliebteste Nationalgericht auf Madagaskar. Diese kulinarische Spezialität wird immer mit Reis und mit Tomatenrucai serviert. Sie sehen also, dass die Maniokknolle ist Nahrung für den Notfall, aber die Blätter, also die Blätter, werden dann sehr geschätzt. Möchten Sie mehr über das typische madagassische Essen wissen, dann kontaktieren Sie uns direkt oder unsere Kollegen in Basel. Felumo!